alles anfing. Im Jahr 1900 erfand Conny Linhart den sogenannten Mondgleiter. Er war der Ursprung des Snowboards. Einige Jahre später, im Jahr 1963, probierten zwei US-amerikanische Surfer, mit alten Türen und Brettern auf dem Schnee zu surfen. Die Snowboards wurden im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Es entstand ein neuer Trendsport. Snowboarden zeichnet sich durch Faszination und Leidenschaft aus, lässt Menschenherz in die Höhe schlagen. Spielerischer, vielseitiger Sport. Man war richtig süchtig nach dieser Bewegung, nach dem Gefühl, das man hat auf dem Brett, auf dem Schnee, das Gleiten. Egal, jetzt, ob es auf der Piste, natürlich im Powder sowieso oder im Hard. Wenn man jetzt auf die Eiszelle schaut, dann siehst du innen dran die Stadt, unten dran siehst du keinen Quadratmeter mehr Wiese, 30, 40'000 Leute, die dort sind. Das gibt so eine Energie, dann siehst du noch den Kicker vor dir, dann bist du automatisch wie in einer anderen Welt. Snowboarding makes me happy.